Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier in unserem wundersüßen kleinen Dörfchen bei Foundation. So, Lagerhaus gebaut, hat er gesagt. Zack, hier rein. So, was wollten wir jetzt hier haben? Genau, das wollten wir hier lagern. Und Marmor haben wir noch gar nicht. Können wir noch gar nicht lagern. Okay, Fässer können wir... Ich verstehe es nicht. Wir lagern hier... Ich würde sagen, das und können wir? Nein, können wir noch nicht. Okay, hervorragend. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so. Und absolut, absolut ausreichend. Und ja. So, dann wollten wir hierher. Da müssten wir warten, bis wir 150 Goldgeldstückchen haben. Und ja. Und alles sehr hübsch. Das sieht schon alles sehr, sehr hübsch aus. Ja, kein Vergleich mit diesem Manor-Laws, aber ich glaube da. Ja. Es ist trotzdem unglaublich niedlich und glaube ich auch nicht ganz so lange in der Entwicklung, aber ich weiß es nicht. Ich könnte da jetzt keine großartige Aussage zu treffen. So. Neuankömmlinge kommen ins Dorf. Wie viele sind es? Oh, das sind diverse. Ja, das ist in Ordnung. Das kann man mal machen. So, 108 haben wir. 107, es wird weniger Geld wieder. Natürlich. Warum auch nicht? Speicher doch mal bitte einmal kurz. Danke für diese Momentaufnahme. Oh, 4 Leute. Okay, da haben wir 4 Personen. Das ist schon ganz ordentlich. So, wir müssen mal, ich muss noch mal hier in die, wo ist es denn? Hier, steuern. Ja, komm, hier 15, das funktioniert. Ja. Das geht schon hier 30, ne? Hier dann, ja nicht. So ist, glaube ich, okay. Das kann man mal machen. So einmal oder so. So. Super. Wie sie dann auf einmal angelaufen kommen, Hunger haben, Markt gehen. Sehr schön. Sehr schicke. Ja, fehlen Rohmaterialien. Wo könnten diese Rohmaterialien fehlen? Ich gehe mal davon aus. Hier. Mensch, wer hätte es gedacht? Ich verstehe auch nicht, weil wir 3 von den Dingern, warum das nicht funktioniert, das hier, ne? Aber es wird Gründe haben. Da bin ich mir fast sicher. So, wir sind auf 188 hochgekommen. Wir machen mal den da und dann hier ist Luxus. Das wollen wir nicht. Bildhauer brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Dann müssen wir hier hin, hier und dann brauchen wir hier hinten die Köhlerei. Und ich würde sagen, wir packen die jetzt einfach mal ganz, so, wo ist Ein- und Ausgang? Da ist Ein- und Ausgang. Sagen wir, packen die einfach mal so. Hier so, da hin, zack. Dann müssen wir wieder warten, bis wir Geld haben, weil, ja, da haben wir Geld, wir können es bauen. Dann können wir hier hin, dann können wir auf Ressource und dann können wir sagen, hier Kohle. Lager doch hier bitte mal Kohle ein und hier können wir sagen, lager doch bitte das ein. Das ist, glaube ich, ganz okay. Und die Schmiede, würde ich sagen, die knallen wir dann irgendwo da in der Gitterei hier. Schmiede da. So, das kann man machen. Da ist die Schmiede, da ist die Schmelze, also die Schmelze hier hin. Ja. Wo ist die Schmelze? Da ist die Schmelze. Schmelze dann hier so hin. Natürlich sehr teuer, können wir uns nicht leisten. Und die Miete, würde ich sagen, wollen wir dann hier haben. So würde ich sagen, wollen wir die dann so. So, glaube ich, sieht ganz cool aus. Kann man machen.
das läuft dann auch mit dem Weg zur Werkstatt. Zack, zack, zwei Stück hier rüber, hier runter. Oh, wenn mal. Ja, jetzt haben wir wieder keine Einwanderung. Aber das ist auch nicht so wild, wa? Würde ich jetzt mal behaupten. Eieiei, Helfbeat oder Helfbeat, wie man das auch immer aussprechen möchte, hängt schon an der Köhlerei. Das ist sehr gut da hinten. Ja, das doch, geht. Ja, Köhlerei, dann wird hier rüber. Ja, doch, das kriegen die dann schon hin, ne? Würde ich jetzt mal meinen. So, da müssen wir uns auch irgendwie noch einfallen, wie wir das am geschicktesten lösen hier mit unseren Problemen, was die Nahrungsproduktion betrifft. Hier kann man, okay, dann machen wir das doch, dann bauen wir das auch gleich. Robaldo ist der Baustelle zugewiesen. Robaldo, komm, haut drauf, nochmal, komm. Ja, wartet auf Baumeister. So viel dazu. Dann macht halt die Nikilda fertig. Auch okay. Das kann man schon mal machen. Das ist okay. So, zack, da ist fertig. 1, 2, 3 Köhlereien. Hervorragend, Köhlerei gebaut. Ja, passt, danke. Hier. Wurstbar. Okay. So. Dann haben wir das. Das Gemälde, das wir gerade bauen, das ist ordentlich anständig, dass wir das so rum machen. So. Und wir sollten mal gucken, ob wir nicht hier vielleicht nochmal einfach ein. Hier so vielleicht. So, wie weit gehst du? Du gehst bis hier hin, dann würde der da hinkommen, was natürlich unglaublich doof wäre, also Erntefeld. Hier einmal so, ja, das war jetzt hoch gerade ein Talent, das so zu machen. Dann einmal hier hoch. Hier so, dann da, dann hier. Dann hier. Dann hier so hin und warten. So, dann das mal weg. Das war. Ja. Dann können wir bauen. Das machen wir dann auch. Wir werden auch noch anderweitig. Wir werden auch hier hinten noch so Felddinger bauen. Die können wir dann. Ja. Da nähert sich ein Kaufmann unserem Dorf. Das ist sehr schön. Ja, er möchte rankommen, er möchte näher kommen. Ja, und er möchte. Hau rein. So, wie sieht's hier aus? Das ist. Ja. So, Robaldo haut es wieder drauf, so bis nur noch ein Hammerschlag fehlt. So, den letzten Nagel in die Wand, die haut dann andere, ne? Ja. 2, 3, 4, 5, 6 und. Da hat er's fertig gemacht, Herr Robaldo. Ich pack's ja nicht. Eiskalt und ohne mit der Wimper zu zucken. Okay, hier unten ist der Kaufmann. Was möchte er? Für den König 100 Wolle. Haben wir das noch? Haben wir noch? Zack, hau rein. Wolle für den König. König Wolle kaufen. Hier, 200. Zack, mach. Danke. Dann haben wir da die Seite. Dann können wir hoffen, dass wir baldigst. Wie sieht es denn hier aus? Okay, also ich weiß nicht, ob es an der Menge der Leute liegt oder keine Ahnung. Irgendwie wird hier nicht. Also wäre jetzt interessant zu wissen, was seid ihr? Das wäre jetzt sehr gut. Okay, Zimmermann. Förster, Vog, Markthändler.
Baumeister, Bergarbeiter, also in dem Haus ist mal alles drin. Ne? Das sind also dann diese gemischten Häuser, von denen man hört. Da darf jeder Stamm rein. So, hier hin, Mandat auswählen, Liste öffnen. Und ich finde, unser Vogt. Ich finde, unser Vogt sollte schon. Ja, auf alle Fälle. Ja, unser Vogt sollte das auf alle Fälle. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass unsere Markthändler das verdient haben. Und dann gehen wir hier mal raus. Und dann gehen wir hier mal raus. Und dann merkt man auch, steuerlich sieht man dann auch gleich, dass sich das tatsächlich lohnt, jetzt inzwischen die zu. Ne? Ich meine, es sind 6 zu 86. Ja, und das ist nicht 80 mal mehr als das. Nein. Unter keinen Umständen. So, dann hier rüber. Hier lang, hier hoch. Der ist schon fertig. Ja, da kann man mal einen reinsetzen. Könnte man auch mehr reinsetzen, wenn man denn mehr hätte. Haben wir aber nicht. Also müssen wir hier. Hier müssen wir hier gucken, dass wir da das alles schön anschmieren. Und dann. Ja. Fehlende Ressourcen. Was fehlt denn? Ach, Werkzeuge fehlen. Ja, warum baue ich wohl eine Schmiede, ne? Das sind immer, da kommen Neuankömmlinge. Das sind drei Mann, vier Mann. Oh, da kommt stattlich. Oh, da kommt stattlich. Ich hätte ja gerne eine neue Kirche, aber die ich halt noch nicht. Halt sehr traurig. Hier ist die Verwaltung. Da, wir könnten mal so eine militärische Festung irgendwo hinzimmern. Vielleicht hier oben. Wäre vielleicht mal eine Option. Wollen wir hier oben so eine militärische Festung draufhauen? Ich glaube, wir machen. Aber wir packen das dahin. Dann packen wir das. Gedreht. Haltstopp, hier Funktion. Befestigter Bergfried. Der befestigte Bergfried möchte bitte hier. Nein, doch hier. Hier möchte der befestigte Bergfried. Der befestigte Bergfried möchte ein Stück höher. Dann möchte der befestigte Bergfried hier so ein Holzdächlein haben. Dann möchte der hier so eine Holzhütte an der Seite möchte der dran haben. Und der möchte hier sowas. Geht das da? Das geht da. Da möchte ich es haben. Besucherstandort, Standort der Wache. Hey, Standort der Wache ist toll. Das hätte ich gern so. Geht das? Oh, das geht sehr schön. Und der Besucherstandort für den Fall, dass uns hier jemand besuchen sollte, den machen wir dann dahin. Das sieht nämlich hübsch aus. Und dann sollten wir ja eigentlich schon alles haben, oder? Würde ich jetzt meinen. Ja, dann würde ich sagen, baut dies. Bitte. Machet es. Wie sieht es hier unten aus? Unsere Ziele braucht leider noch ein bisschen. Was möchtest du? Du, was willst du? Ein edler Dienst. Ja, zu euren Diensten, mein Herr. Zack, 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 zack. Da waren es nur noch drei. Der letzte ist wahrscheinlich schon wieder gegangen. Waffen erhalten. Wow. 10 Waffen haben wir erhalten. Und da kommen schon die nächsten Neuankömmlinge. Grandios. So, 1, 2, 3. Die packen wir dann auch direkt da hinein. Das ist ja mal ganz hübsch. Dann kommen neue und bis dahin ist die Schmiede eh noch nicht fertig. Jetzt kommen sie aber in Massen. Kommt da noch einer rein? Sehr schön. Hier oben, hier drüben, das sieht ganz cool aus. Wie sieht es da drüben aus? Das ist überschaubar auf alle Fälle, was wir da so zusammenbekommen. So, hier schickt unser Marktplatz. Jawohl. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Rein damit. Hier hin. Hier vor. Da fehlt noch einer. Den bitte.
Den bitte mitnehmen. Wie sieht es hier aus? Da haben wir voll besetzt. Sehr schön. Okay, offensichtlich kriegen wir mit einer Köhlerei, kriegen wir offensichtlich den Holzbestand noch nicht kleiner. Was ich tatsächlich sehr löblich finde. Hier oben geht schon los. Das finde ich gut. Wir brauchen natürlich noch einen zweiten erhöhten Ort für unser Kloster. Ich würde sagen, irgendwo da hinten wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher irgendwo da hinten. Oder halt dann tatsächlich mit da oben drauf möchte. Oder hier drüben. Ich könnte auch noch hinhauen, da dann die Weinberge runter. Naja, muss man mal schauen. Müssen wir mal gucken, wenn es denn dann soweit ist. Dann können wir. Aber momentan kommen auch Schneider noch ganz gut hinterher. Was mich natürlich enorm freut. Wo bleiben die denn? Ich dachte, da kommen noch mal welche. Oh, die sind schon da. Ja, okay, gut. Jetzt endlich. Nein, Baustelle zugewiesen, aber es sind natürlich noch keine Werkzeuge da. Das wird sich natürlich ändern. Ja, apropos keine Werkzeuge, wie sieht es hier aus? Oh, 20 Eisen sind schon da. Ja, gar nicht mal so blöde. Hier. Okay, da wird drauf abgelegt, dann wird darüber, da nähern sich schon wieder Neuankömmlinge. Bis dahin ist die Schmiede noch lange nicht fertig. So, Brot, ja, alles nicht so wirklich prickeln, ne? Muss man schon fair sein. Rohmaterialien fehlen und er geht sofort auf die Mühle. Ja, nicht so schön. Muss man sehen, muss man. Warum ist das? Warum? Stehen die zu dicht zusammen? Sind die Felder nicht groß genug? Versteh's nicht. So, hier Abbau. Da wird nicht, da macht man nicht, da will man nicht. Wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt sagen, hier Abbau? Können wir nicht sagen, weil das gehört uns. Das ist sehr schade. Da ist schon wieder jemand. Zack, bitte. Diese zwei Persönchen. Schwierig. Oh, hier hinten wird neu gebaut. Oh, hier ist so ein. Hier auch. Schön, ne? Schönes großes Haus. Ein schönes größeres Haus. Geh mal auf die Mandate. Wir haben gerade ein bisschen Geld. Wir könnten mal Dorfbewanderung einen höheren Rang befördern. Können wir nicht. Beförderung werden in 8 Rang verfügbar. Okay. Ich verstehe. Dann geh du mal bitte Einfluss gewinnen und zwar beim Volk. Da müssen wir nämlich auch noch gucken, ob es da irgendwie eine schicke Möglichkeit gibt, den noch da noch irgendwo was abkaufen zu können oder so. Hier Arbeiterschaft vielleicht. Ja, da braucht man 10. Ja, da brauchen wir auf alle Fälle noch ein bisschen. Hier für die Taverne brauchen wir auch 10 von denen. Da soll der ruhig mal ein bisschen machen, ne? Soll der mal was tun für sein Geld. Der Kerl. Okay, ich glaube, wir müssen. Befürchte tatsächlich, wir kommen da langsam nicht mehr drum rum. Wir kaufen mal den da, oder? Was meint er? Da kommen wir, bauen den, dann gehen wir hier hin, Schmiede, zack, 2 Leute rein, passt. Passt, würde ich sagen, dann mal hier. Okay. Ja, wir müssten unbedingt schauen, dass wir hier hinten die das Werk da wegbringen, das ja. Komm mal her da, komm hier, da und dann krieg wirklich so mitten rein, oder? So, baue. Hier, Abbau.
Also so viel wie möglich. Hier rüber, hier drüben, hier hinten. Ja. Eigentlich hier bitte komplett von Bäumen befreien. Wäre mir jetzt persönlich am liebsten, aber das wird nicht. Wird wohl nicht so schnell passieren, wie ich das gerne hätte. Befürchte ich jetzt einfach. Also ich kann natürlich auch sein, dass ich mich da jetzt vollkommen täusche, ne? Ja, kann jetzt natürlich auch sein, aber wenn natürlich auch das Holz nicht weggeht. Ja. So, was gibt hier? Da gibt das. Okay, ja, das wollen wir nicht. Wir wollen. Hier. Funkpaket, Marktplatz, zack, also wieder Kohle weg. Hecke brauche ich jetzt. Ich persönlich jetzt tatsächlich gerade nicht. Aber hier oben wird auch eigentlich ganz ordentlich gebaut, aber. Kann das sein, dass da der Weg zu weit ist? Ich weiß nicht. Da die laufen von hier und von. Von hier und von, wo haben wir es weiterhin gebaut? Wir haben doch noch so eins. Ach, hier. Da ist die Bauhütte. Ja, dann sollten wir vielleicht mal in Erwägung ziehen. Hier Bauhütte. Wo ist die Bauhütte? Da sollten wir uns vielleicht mal hier so. So. So vielleicht einfach mal hier bauen. Zack. 1, 2, 3 Holzfällerlager gebaut. Da ist keiner, aber da kommen gerade 3. Hopp, hopp. Ran an den. Noch 2 davon. Sehr gut. Hm. Vielleicht auch mal gucken, dass man hier nochmal so ein Holzfäller-Ding hinbaut. Ist vielleicht auch nochmal eine echte Option, gerade wenn Leute eben da ankommen, ist das vielleicht mal eine Sache. So, wie sieht es hier aus? Hier, hier, da. Nein, nein. Bauen, falsch, was möchtest du? Ein Hoch auf die Arbeiter. Ich werde dafür sagen, dass jeder seine Zeit genießt, regionalen Jahrmarkt veranstalten. Zufriedenheit eures Volkes. Ja, mach mal. So. So, du umwirst ja gerade Arbeit. Da kann man natürlich nicht. Nee, nee. Was willst du hier oben? Holst dir den König. Aus Holzwächtern. Holz. Aus. Aus aus dem Lager mit dem Zeug. Da Holzliefer, da kommen jetzt unsere Jahrmarktbesucher. Ja. Schon ganz cool hier drüben. Ja, einmal in die, einmal in die Richtung. Ist jetzt nicht. Geht auch. Ja. Geht auch absolut. Dann schauen, dass wir eine neue Kirche hinkriegen. Die werden wir dann wahrscheinlich hier hinten hinbauen. Einfach so Kirche, Mark, Kirche, Mark, Kirche, Mark. Das zieht sich dann die Zufriedenheit durch. Das kann man, glaube ich, auf alle Fälle mal machen. Du umwirbst immer noch. Neuankömmlinge nähern sich dem Dorf. Auch okay. Sollen sie das machen? Wie sieht es hier aus? Da ist auf alle Fälle. Da wird auf alle Fälle gezeigt, dass. Es an allem mangelt, ne? Hier kein Eisen, keine Kohle, kein. Ja. Okay. Macht er hier irgendwas? Nicht wirklich, ne? Eigentlich nicht wirklich. Gab's hier nicht irgendwo so ein Ding, so, ne, dass die Minen auch bezahlen müssten? Da gab's doch irgendwo was. Wo war das denn? Die Produktion, schaut mal. Hier. Sorgsame Planung. Halt 50% von Werkzeuge zurück, die beim Bau eines Gebäudeteils verwendet wurden. Und Unterhalt von Produktionsgebäudeteilen wurden um 50% reduziert. Ich weiß nicht, hier. Nimm mal das da. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Das kann man nehmen. Ach, hier unten ist es dann Steuern für Minen. Oder
benötigen wir mehr Ansehen. Okay, kann man mal hier. Dankeschön. Dankeschön. Ordnung, genervter Besucher, Zufriedenheitsbonus. Was? Okay, Misserfolg. Gut, kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Tut mir leid. Ja, gab wohl nicht genug Brot, aber kann ich es leider nicht ändern. Das ist halt so. Schade und traurig, aber es ist halt, ne? Es ist halt, wie es... So. Aber, meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.